freue mich sehr auf die neue Serie, die wir starten werden. Und zwar beschäftigen wir uns mit dem Buch Ruth im ersten Teil der Bibel. Johann Wolfgang von Goethe, unser alter, toller Schriftsteller, sagt man, das ist eines der besten, lieblichsten und romantischsten Stücke der Literatur ist. Wir werden uns mit beschäftigen, mit Ruth, mit ihrem zukünftigen Mann Boas und was das mit Beziehungen in unserem Leben zu tun hat. Ich freue mich sehr drauf. Und außerdem habe ich eine Weltneuheit für euch, was im November passieren wird. Und zwar im Moment gehen die Meinungen ja sehr stark auseinander. Wie muss ein Gottesdienst sein, damit ich Kirche neu erlebe, dass ich Gott neu erlebe? Die einen sagen, ja, also der Sonntag ist zwar schon ganz schön, aber eigentlich blinkt es mir so mehr. Multimedia-Licht ist viel zu krass. Das lenkt mich ab, ich kann mich gar nicht fokussieren auf Gott. Und die anderen sagen, Mensch, es müsste noch viel mehr blinken, noch viel mehr krachen und rauchen und alles bräuchte ich noch, um wirklich Gott zu erleben. Die anderen sagen wiederum, also englische Lieder, die finde ich überhaupt nicht gut. Ich muss Deutsch singen können, um einfach zu sagen, ich möchte mit meiner Herzenssprache Gott ausdrücken, was ich für ihn finde. Die anderen sagen, Mensch, Englisch, das ist einfach eine super Sprache. Bis hin zum Musikstil, die einen sagen wiederum, also es muss ein bisschen ruhiger sein, es darf nicht laut krachen, ich muss mich fokussieren können durch den Rahmen. Und die anderen sagen wiederum, ich habe schon so viel iPod gehört, ich höre fast nichts sonntags, es ist viel zu leise. Um die beiden Sachen befriedigen zu können, auch diese verschiedenen Perspektiven, die beide berechtigt sind, werden wir im November einfach eine Unplugged Celebration starten, um 9.30 Uhr, die eine dynamische Celebration ist, die fokussiert ist, die nicht so viele Licht- und Multimedia-Einsatz hat und wo der Worship in einem anderen Charakter rüberkommt. Als Fortbildung kannst du gerne MTV Unplugged angucken, zum Beispiel von Sido, der alte Rapper, bedient sich auch dieses neue Videos am Kurs der Zeit. Und die zweite Celebration um 11 Uhr wird noch mehr rocken, noch mehr blinken als jemals zuvor. Also überleg dir einfach, wie du Gott erleben möchtest, wie du Kirche neu erleben willst und was deinen Freunden hilft, entweder 39 oder die 11 Uhr Celebration. Ich freue mich sehr auf diesen Monat und bedanke mich jetzt schon bei allen, die das ermöglichen.